Schau sehen, zu Ihnen will ich. Ich schaffe das, was ich heute schaffen möchte. Ja. Ja, es geht ganz schnell. Es hat sich jemand beworben. Ja. Crispy Bacon ist im DOJ-Postfach. Er ist wie? Crispy Bacon. Ja. Ich kann niemanden mit diesem Namen einstellen. Oh nun, ja, aber er hat sich beworben, ist im DOJ-Postfach. Oh mein Gott, stell dir vor, der macht eine Anklage und die Richter müssen sagen und die Staatsanwaltschaft wird vertreten durch Crispy Bacon. Das geht nicht, Ronald. Nun ja, der Geruch. Rolling. Ich hoffe, der Geruch kommt mit. Oh Gott. Wissen Sie, wenn Sie morgen aufwachen und ein Crispy Bacon da ist? Oh, nett. Oh Gott. Oh Gott, Entschuldigung. Okay, ja, ich habe mich wieder eingekriegt. Ja, perfekt. Ich, ja, schreibe ihm. Ich weiß nicht, ob er seine Nummer damit angegeben hat. Wollen Sie die haben? Na, unbedingt. Ich möchte die Nummer von Crispy Bacon. Gut. Soll ich den Namen nochmal vorlesen? Ja, bitte. Sagen Sie nochmal, wie heißt der? Crispy Bacon. Ja, schön. Okay, ja. 825717. 825717. Großartig. Ich melde mich bei ihm. Ja, gut. Ah, schön. Sehr schön. Dann halte ich sie gar nicht länger auf. Nee, alles gut. Ja, danke. Das war eine schöne Nachricht. Danke dir. Ja, sehr gut. Mhm. Ach, Staatsanwaltschaft wird heute vertreten auf der Seite von Crispy Bacon. Ich freue mich schon drauf. Nur solange die, weiß ich nicht, die andere Seite nicht durch gebackene Bohnen vertreten wird. Baked Beans, ja genau. Baked Beans. Beans. Ja, baked genau. Die Beans. Oh Gott. Liv, ich bräuchte mal ganz kurz. Ja, na klar. Entschuldigung. Oh Gott. Also oh Gott. Ich finde das lustig, als ich sollte. Entschuldigung. Soll ich der Presse schon mal Bescheid sagen? Nein. Nur im Sinne, wann wir sie brauchen. Ja. Ich mach das gleich, ja? Ich mach das gleich selber. Okay. Reichen dir diese Aussagen, die ich dir da getätigt habe? Ja, es reicht mir. Ja? Okay, gut. Ja. Dann habe ich nämlich jetzt eine tatverdächtige Aussage, die ich erstmal ablesen muss, ja? Danke. Ich würde genau das Büro nehmen. Danke. Mhm. Hallöchen. Haben Sie jetzt gerettet gerade, muss sein? Nee, tatsächlich geht hier wieder alles runter und drüber. Ich muss wieder 5 Sachen gleichzeitig machen, wie immer. Ja. So, endlich ist es soweit. Wir haben es endlich alle zusammen geschafft. Ja, voran, es tut mir leid, dass das häufiger nicht geklappt hat. Es tut mir leid. Also vielen Dank für Ihre Zeit. Es lag auch an uns, also alles gut. Ja, es lag auch mal an mir, so ist es nicht. Also von daher. Lag auch mal an mir. Gut. So, ja. Bendy, lag es auch mal an dir? Shelby, ach Gott, scheiße. Wanda ist auch okay. Wanda, ja, Bendy, Wanda. Auch manchmal Shelby, ja, ja. Wie bitte nochmal? Lag es auch mal an dir? Nee, tatsächlich nicht. Muss ich. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ja, darf jetzt nicht mit rein. Jetzt hast du es nicht zugegeben. Es lag an uns alle zusammen. Sonst, ne? Okay, dann gehen wir nochmal ins Büro. Es ist ein bisschen eng. Sie dürfen sich gerne setzen, Mr. Will, wenn Sie möchten. Mrs., Entschuldigung. Nee, passt schon. Ja, alles gut. Mrs., wieso Mrs.? Wissen Sie nicht mal Matzen? Ja. Mrs. Ach so, haben Sie ihn geheiratet? Ja, genau. Ah, okay, gut, ich dachte schon, ich bin... Okay, ja, genau, dann ist es. Okay. Achso, ja, sie haben vergessen, dass sie verheiratet sind. Okay, großartig, schön. Da vergesse ich auch manchmal. Also, ich bin nicht verheiratet. gut. Sollen wir kurz auf Wanda warten, oder? Können wir gerne machen, genau. Okay. Aktenzeichen, soll ich Ihnen das nochmal geben? Nee, ich habe gerade nochmal durchgeguckt. Also, okay, perfekt. Ich weiß wieder, worum es geht. Ist ja auch nicht allzu kompliziert, tatsächlich. Nein. Aber ne, das Recht, hier eine vernünftige Aussage zu machen, haben sie natürlich trotzdem. Mhm. Da es ein bisschen schwierig war in den Zellen für sie. Ja. Ich erinnere mich. Die Umgebung ist nicht ihrs. Ja, ja, ja. Nee, definitiv nicht. Das habe ich aber oben im Video schon abgeklärt. Und ich muss unbedingt was essen. Ich habe was dabei. Ja, ich habe was dabei. Okay, dann hauen Sie rein. Einen guten Chili-Cheeseburger. Genau, ich esse auch gleich einfach was mit. Guten Appetit. Ja, danke. Habt ihr auch was? Nee, ich hab tatsächlich noch, bin noch satt, aber ich glaube, ich nehme noch so einen fürchterlichen PD-Kaffee. Sehr gut. Das ist der große Vorteil hier, wir haben weder eine Kaffeemaschine noch haben wir ein Klo. Also, ne? Oh, schön. Ist nicht viel mit Trinken und so. Ja, man muss haushalten, ne? Absolut. Ja gut, sonst fangen wir schon mal an. Also, Sie sind ja hier als Tatverdächtige zu einem Verhör geladen insgesamt.
Wie gesagt, normalerweise haben wir das in den Zellen schon gemacht, das war aber ungünstig für sie, deswegen ruhen wir das Ganze jetzt nach. Jetzt ist das natürlich schon ein Stückchen her alles, ich hoffe, sie erinnern sich trotzdem. Was ihnen in diesem Fall vorgeworfen wird, ist zum einen der Hauseinbruch, zum anderen das Vermummungsverbot und auch der illegale Besitz von Betäubungsmitteln. In diesem Fall kann ich Ihnen auch nochmal sagen, was es war. Es war ein Blunt, 3 Joints und 12 Gramm Kokain, was bei Ihnen gefunden wurde. Das ist auch das, was die Officer konfisziert hatten, ne? Genau, das ist das, was konfisziert wurde. Wie gesagt, das weiße Pulver ist auch durch die Forensik mittlerweile untersucht worden und ist definitiv Kokain. So, dazu dürfen Sie gerne Stellung beziehen, wenn Sie möchten. Ja, Liv, du packst das. Eigentlich weiß ich nicht. Also eigentlich wollte ich mir da tatsächlich mit Max nur die Einrichtungen im Haus anschauen. Das war so. Okay. Ja. Wie gesagt, wir wollten nichts klauen, wir wollten uns lediglich die Einrichtungen anschauen. Stand die Tür schon offen? Ja. War das eine Frage? Nein. Okay. Ja, okay, habe ich verstanden. Die war schon offen, also. Was sagen Sie zu Betäubungsmitteln? Das ist so eine Sache. Also ich habe da ein Problem damit und ich will davon loskommen. Ich weiß, dass mir das nicht gut tut. Also weder das Kokain noch das Weed. Und ich möchte davon loskommen. Und jetzt, vor ein paar Tagen bin ich angeschossen worden, da ist mir dann nochmal ein bisschen klarer geworden, wie sehr mir eigentlich mein Leben am Herzen hängt. Brauchen Sie Unterstützung dabei? Ich wollte fragen, ob es da irgendwie über das Community Center was gäbe. Genau, das würde ich Ihnen nämlich tatsächlich empfehlen. Die haben da natürlich auch Erfahrung mit, jetzt nicht unbedingt aufgrund von irgendwelchen Straftaten nur, sondern eben auch mit entsprechenden Drogenabhängigkeiten. Den würde ich Sie tatsächlich ans Herz legen. Ich kann Ihnen auch gerne Kontakt vermitteln, wenn Sie möchten, damit Sie da nicht auf der Leitstelle anrufen müssen, sondern dass Sie einen privaten Kontakt direkt haben. Von der Dame, die gerade eben da war und die sich da sicherlich sehr drum kümmern wird, wenn Sie da Hilfe in Anspruch nehmen möchten, das ist kein Problem. Ja, definitiv. Also, okay, dann machen wir das danach, ja. Ich habe noch eine Frage tatsächlich, dann haben wir es eigentlich auch schon fast. Wenn Sie sich nur die Einrichtung angucken wollen, die Tür schon offen stand, warum waren Sie maskiert? Scherzkekse, ne? Ja. Wir dachten, es wäre Halloween. Ach so. Ja. Damals schon, ja? Ja, ich bin so ein sehr, sehr großer Halloween-Fan. Also maskiert war sie definitiv. Ja. Ja, im Rausch kann man das ja auch öfters mal verwechseln, ne? Also, ja. Da weiß man nicht mehr, wann Halloween ist, okay. Richtig. Es geht ja schon länger mit dem Dienstag, mit dem Konsum. Ja. Gut. Reicht mir tatsächlich schon als Aussage. Im Endeffekt haben sie alles gestanden, sind wir ehrlich. Auch wenn die Tür offen stand, Mrs. DeVille, ist es im Endeffekt so, dass es ein Hausfriedensbruch, weil sie ein Grundstück betreten haben, das nicht ihnen gehört, auch wenn die Tür offen war natürlich. Dementsprechend bleiben weiterhin der Hausfriedensbruch, das Vermummungsverbot und der Besitz von illegalen Betäubungsmitteln bestehen als Tatbestände. Ja? Jetzt schaue ich einmal ganz kurz nach ihren Vorstrafen bis zu diesem Zeitpunkt natürlich. Wie gesagt, dadurch, dass es schon ein bisschen her ist, zählen die anderen Sachen natürlich nicht. Also, wenn sie zwischen euch heiraten, ist schwierig. Welche anderen Sachen? Okay, das ist alles nur Besitz von Betäubungsmitteln. Sie hat ein Drogenproblem, genau. Und unter dem neuen Namen gibt es da nichts. Okay, perfekt. Das ist doch schon mal super. Also, dann ist bei Ihnen bisher nur bekannt eben der entsprechende Besitz von Betäubungsmitteln, den sie vorher schon hatten. Da wollen wir ja quasi dran arbeiten zusammen. Ja. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, es ist ihre erste Tat gewesen. Ich würde Ihnen Folgendes vorschlagen. Es wird ein Strafbefehl von $1,000 sein. Und ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie sich sowieso beim Community Center melden wollen, dass wir das Ganze als soziale Stunden machen. Das heißt, dass Sie nichts bezahlen müssen, auch nicht absitzen müssen. Sondern das sowieso direkt in Kombination sehen mit dem Community Center, mit denen zusammenarbeiten, die sozialen Stunden dazu ableisten und gleichzeitig dann diese Therapie vielleicht mit in Anspruch nehmen. Was halten Sie davon? Das finde ich gut. Ja, Sie sind dann des Hausfriedensbruchs trotzdem vorbestraft, tatsächlich. Ja, das fällt natürlich dann jetzt nicht unter den Tisch, aber dementsprechend, wie gesagt, fällt dann die Geldstrafe und die eventuelle Haftstrafe entsprechend weg. Dass es sehr entgegenkommt. Ja, sehr gut. Nett, danke. Ich glaube, Ihre Anwältin ist auch einverstanden.
Ist einverstanden und freut sich, wenn die Mandantin Hilfe bekommt. Ja, sehr gut. Gut, dann machen wir das doch direkt als nächstes. Ich rufe mal die Frau White an vom Community Center und frage mal, ob sie sich direkt darum kümmern könnte. Mhm. Weil dann gibt es auch einen Termin für die Sozialstunden und so weiter, ne? Hi, Liv. Hi, Lucy. Jetzt rufe ich wieder dienstlich an. Sag mal, ich habe hier jemanden, der ist auch sehr interessiert an den Sozialstunden jetzt. Ich habe das direkt in Kombination gesehen, weil die Dame auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Drogenproblem hat und gerne davon wegkommen möchte. Da habe ich direkt an euch gedacht. Ich würde das gerne dann direkt in Kombination sehen, ja? Können wir machen, dann müssen wir das MD mit einbeziehen, weil wir die Drogensucht nicht haben, ne? Genau. Das wäre kein Problem. Schreibt das einfach in die E-Mail, E-Mail dazu und dann schreibt das dazu. Das ist gar kein Problem. Perfekt. Gut, super. Sehr schön, danke dir. Ciao. Kein Problem, ciao. Okay, also Miss Everett hat mir, Mrs. Everett hat mir gerade bestätigt, dass das alles kein Problem ist, ja, dass man das direkt kombinieren kann. Ja. Das heißt, sie schreibt das mit dazu, dass du auch die Therapie mit in Anspruch nehmen möchtest zusätzlich. Mhm. Und dann melden die sich bei dir wegen einem Termin für die Sozialstunden und dann gehen wir das alles zusammen an, okay? Okay. Ja? Ja, gut. Ja, wunderbar. Ist die Nummer von Lilith bekannt? Ich guck mal kurz die Bürgerakte. Eine gute Bürgerakte Frage. Ist, glaube ich, angelegt. Ja, ich glaube noch unter dem alten Namen. Nee. Ach nee, mittlerweile, ja. Neuen. Ja, genau. Mittlerweile steht da auch geborene Matzen. Sehr schön. 428879. Genau. Wunderbar. Sehr schön. Ja, dann haben wir alles. Das ja auch mit der Kommunikation dann. Sehr schön. Dann klappt das. Sehr gut. Gut, okay. Dann sage ich dem Community Center offiziell Bescheid quasi und die melden sich dann, ja? Und die melden sich bei ihr. Lilly genau. Muss sich nicht dort melden. Nein, genau. Die melden sich dann und machen einen Termin aus. Perfekt. Und dann kümmern sie sich natürlich auch entsprechend um die Drogensache, ja? Ja, das ist der erste Schritt. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, dann haben wir es soweit geschafft. Ja, genau. Vielen Dank, dass du hier warst, Lilly. Ja, danke, dass wir das endlich machen konnten. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal, dass es durch mich auch verschoben werden musste. Ich glaube, ihr wart gestern umsonst da, ne? Alles gut. Genau. Es ist ja hauptsächlich, also ich war ja krank, das war. Ja, alles gut. Ja. Aber ich glaube, wir konnten dir zeigen, dass es sich lohnt, auch geständig zu sein und wir kriegen das alles zusammen hin, okay? Ja. Wunderbar. Gut. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, gerne. Abend. Ja, ciao. Ciao. Bye. So, Jordan. So easy. Guck mal, da konnten wir doch ein Leben quasi retten. Ist doch toll. Wo ist die Vorlage? Ich habe mir doch mal die hier Vorlage reingespeichert. Perfekt. Neue Nachricht. Ja, Stunden für HZ. Da bin ich noch nicht überzeugt. Doch, ich glaube, sie meint das wirklich ernst. Wie gesagt, sie hat sich auch nichts anderes zu Schulden kommen lassen, außer Besitz von Betäubungsmitteln. Ich glaube, sie meint das ernst. Ja, ein Klug. Natürlich nicht die Empfängeradresse. Ist das CC einfach? comcenter@schad.gov. comcenter@schad.gov. Oh nein, jetzt habe ich das kopiert. Oh, ich depp. Muss ich das andere wieder kopieren? Also gegen Lilith de Ville geborene Matzen wurde wegen Hausfriedensbruch, Vermummungsverbot und Besitz von Betäubungsmitteln ein Strafmaß in Höhe von Dollar wird vorher geschrieben in Amerika, Dollar 1000. Festgesetzt.
Dies entspricht 10 Minuten. Wieso haben wir darauf hingewiesen, dass er sein Köln. Achso, scheiße, soll ich melden? Oh, fuck. Na gut. Ist ja schon hier oben. Lilith Matzen, Telefonnummer, Aktenzeichen steht da oben. Das ist die 34733. Verwirrt hier von dieser. Nein! Was ist das? Gibt halt auch nicht auf, ne? Mann! Ja, Chat? Ja. Was gibt's? Es ist Zane. Ja. Staatsanwaltin, die einzige Staatsanwaltin, was ich kenne. Ja? Und sie wurden mir empfohlen. Okay, ja, jetzt bin ich interessiert. Gibt's... Ja, natürlich. Mhm. Und zwar gibt es so eine Sache. Ich habe heute mit einem sehr guten Freund geredet, ja? Ja. Da geht's um illegale Waffen. Ja. Diese Waffen handelt sich um Taser, ja? Ja. Gib mir mal einen Tipp. Viktor Bodrov, alles in Ort, ja? Das ist ja jetzt nicht, weil ich den Laden nicht ausstehen kann, sondern weil es einen Vorfall bei uns gab, ja? Ja. Bei uns wurde die Dings Molotows reingeschmissen, ja. Oha, und das ist okay. unter aller Sau. Natürlich, ja. Ja. Klar, ist ein Brandanschlag, ja. Und ich weiß, wenn eine Akte besteht, ja, wenn ein Straf. Kurz. Ja, ich bin gleich da für euch. Wenn eine Strafe besteht für einen Geschäftsinhaber, bekommt er das Geschäft entzogen, ja. Mhm. Und ich weiß, dass der schon länger einen Taser hat. Ah, ja, tatsächlich kann ich dir sagen, Chat, das mit den Tasern ist so eine Sache. Percy sagt, das ist illegal, Mann. Ich? Nee, hab ich nicht gesagt. Percy. Also Delanoir. Percival. Percival? Warum sagt der denn, dass es illegal ist? Okay, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Also eigentlich hat Chief Justice gemeint, dass Taser keine Schusswaffe sind und dementsprechend halt nicht illegal sind. Ja, ja, redet mal drüber, ne? Ich hab dir einen Tipp gegeben. Ne? Also, Oliver, wie heißt er? Bodrov. Ja. Viktor. Ja, Viktor Bodrov. Viktor Bodrov. Inhaber von Elsinort. Mhm, verstanden. Ja. Habe ich verstanden, Chat? Merke ich mir so und ich kläre das nochmal. Ich kann auch Zeugen beauftragen, die was das gesehen haben. Ja, im Zweifel findet man das bei dem ja, ne? Wenn wir die mal untersuchen. Ne? Ja, klar. Ich danke dir auf jeden Fall für den Hinweis und ich kläre das. Kein Problem. Jo, ja, bye. Ganz wichtige Sache. Ja. Ganz wichtig. Person ist ausgereist, kein Grund, eine Anklage einzustellen, eine Verhandlung einzustellen. Ich habe sie ja nur geschlossen. Ja, die brauchen wir, die Verhandlung, weil hinter Hecken COCP. Oh. Und der Mann will im anderen Bundesstaat gerade Officer werden. Ja, ist ja gut. Ich wiege doch nochmal. Hat er natürlich alles abgeblasen, glaube ich. Ja, sehr gut. Mach's wieder. Tut mir sorry, aber... Ich dachte, ich habe Samstag mal ein bisschen Zeit. Okay. Arbeiten. Offen. Das kommt wieder raus. Speichern. Ist wieder offen. So, darf ich jetzt meine Mail schreiben? Genau. Telefon. Geburtsdatum. Irgendwas mit 1980. Sag mal.
Das ist Hey Lucy, ich bin's nochmal. Jetzt hatte ich, die Mail ist raus. Ja. Jetzt hatte ich Frau, Mrs. DeVille. Ist auch kompliziert, wenn die Leute heiraten, wirklich. Mrs. DeVille gesagt, dass ihr euch meldet. Ich rufe dich gleich nochmal an, dass sie sich melden soll. Ja. Genau, ich habe das mit reingeschrieben mit dir, mit dem Drogenproblem und so, dass sie da gerne drum bittet, dass sie da Hilfe bekommt und so. Ja. Ja, nee, super. Ich melde mich jetzt nochmal bei ihr. Ich bin zwar gleich ins Bettchen, aber ich guck gleich mal, ob ich dort Dr. Quinn erreiche, ob die da irgendwann einen Termin hat und dann gucken wir mal. Okay, perfekt, danke dir. Sophie, danke, ciao. Bald fertig, vorbereitet. Mhm. Ich würde der Presse sagen. DeVille? Ja, fast richtig, Mrs. DeVille. Fast richtig. Sane hier, die Staatsanwältin von eben. Ich wollte nur einmal mitteilen, dass Community Center weiß jetzt Bescheid, die Mail ist raus, aber tatsächlich bitten die darum, dass sie einfach bei denen anrufen, sonst wäre das zu viel für die, ja? Also, dass sie tatsächlich auf der Leitstelle anrufen, sagen, dass sie... bei denen an der Leitstelle anrufe. Okay. Einfach nur, um einen Termin zu machen für die Sozialstunde. Und der Rest kommt dann quasi persönlich, privat mit den entsprechenden Leuten. Das müssen sie nicht extra erwähnen, ja? Nur wegen der Sozialstunden, also einfach einen Termin machen wegen Sozialstunden. Genau, so ist es. Ja, mache ich. Perfekt, vielen Dank, ciao. Ja, tschüss. Oh, Entschuldigung, jetzt. Genau, brauchen wir noch was? Also, wie gesagt, wir haben die Lagermöglichkeiten von denen. Ich habe mir die Akten aufgearbeitet. Ja. Du hast den Beschluss. Genau, das wird vorbereitet. Ich wollte die Presse noch anrufen, das mache ich jetzt gleich noch. Genau. Richtig. Es muss auf jeden Fall dann mindestens eine Streife, ja? Von Anfang an auch bei den Lagern dann sein, ja? Ja, ja, nee. Also Mr. Anthony weiß über die Lagermöglichkeiten Bescheid und meinte, wir brauchen schon allein 3 Streifen allein für die Lager. Genau. Weil die tatsächlich aufgeteilt sind in Palito, in Harmony und in der Stadt. Okay. Deswegen konnte halt mit aktuell 4 Streifen das nicht jetzt machen. Ja, ist mir ganz gut, wenn das etwas später ist. Genau. Also die haben jetzt auch eine große Besprechung wohl und dann werden die wahrscheinlich jetzt bei der Besprechung auch darauf hingewiesen, dass jetzt diese Razzia stattfindet und dann alle rausgeschickt werden. Aber ja, er weiß über die Lagermöglichkeiten Bescheid und wird dann eine Streife entsprechend auch in Palito, in Harmony und bei dem anderen Lager positionieren. Wie ist das? Sagst du denen schon direkt, um was es geht? Wem jetzt? Rest sagst du aber erstmal nur für Nein. Wir brauchen die, genau, wir brauchen die nachher. Ich würde mich melden, dass sie sich bereithalten sollen. Das würde ich jetzt sagen. Genau. Ich bin der Meinung, dass Joseph nicht da ist, also der Chefredakteur. Richtig, dann rufe ich die Chefin an. Genau, mit der kümmere ich immer. Die ist auch nicht da. Okay. Wiesel News, allgemein. Da ist immerhin niemand dabei. Sehr gut. Geht aber keiner dran. Okay, an der Hotline meldet sich gerade keiner. Machen wir gleich nochmal. Du brauchst deine Party, ne? Was für eine Party?
Party. Was für eine Party? Was für eine Party? Aiden? Du bist schon wieder nicht mehr anwesend, oder? Gerade Fragen, die mich irren. Ja? Frag. Nein, die eine... Sag dir, ja. Manchmal sind Dinge einfach kompliziert. Lass mich raten, du wurdest aber von zwei Frauen gleichzeitig auf die gleiche Party eingeladen. Kann das sein? Nein, nicht ganz. Ja? Was ist denn für eine Party? Ich will auch Party machen. Morgens Donnerstag, ja. Ich bin nicht so 21 Uhr zu einer Party eingeladen. Nee. Sollte ich? Okay. Bei Owen hat irgendwas erwähnt mit plus 1 und so. Vielleicht komme ich ja doch als plus 1 auf die Party. Ich könnte dich ja als Begleitung und ich dich ja auch mitnehmen. Nee, ich glaube, Owen nimmt mich mit. Er hat da was angedeutet, aber er hat nicht gesagt, wohin. Wo geht's denn hin? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wen ich mitnehmen soll. Ja, jetzt musst du dich entscheiden. Du hast nur eine plus 1. Ja, ja. Das Problem ist, dass aktuell auch vielleicht gewisse Damen irgendwie gerade sich gegenseitig nicht leiden können, mit denen ich dich gerade date. Das ist auch nochmal komplizierter macht, weißt du? Das hat Vor- und Nachteile. Eine, und jetzt bin ich auch in der seltsamen Konstellation, ich hatte gestern mit einer, das ist jetzt, sag ich mal, das erste Date quasi, ja. Und auf den Date sind wir dummerweise auf Lück gestoßen, der mit der auch mal was hatte. Und jetzt wollen Lück und ich uns mal treffen und miteinander sprechen. Und während des Dates habe ich festgestellt, dass die eigentlich gerade irgendwie einen anderen Freund auch hat, der ist aber gerade aufgetaucht, ne? Auf jeden Fall schiebt der schon gut Eifersucht. Ja, Kim? Hallo, kannst du ganz kurz? Ja, klar. Es geht nur um Scotty, weil irgendjemand hat den wohl heute gesucht oder so. Ja. Der hat gewisse Probleme. Mhm. Probleme, der ist wohl morgen wieder da, richtig? Morgen. Ja, falls okay. Ihr euch da gewundert habt, genau. Ja, ich hatte den bis Ende der Woche sicherheitshalber abwesend gemeldet, der war heute kurz da, hatte aber ganz schwerwiegende, ich sag mal, diagöse Einschränkungen. Ja. Und deswegen, also der ist morgen wahrscheinlich wieder da. Ich weiß nicht, okay. Kann man das irgendwie auslöschen in den Kalendereintrag oder? Ja, lass es doch erstmal stehen, bis er wirklich wieder da ist, dann kann er es selber rausnehmen. Okay, der kann quasi auch meine Beiträge da. Ja, ich glaube schon. Oder? Ja, klar, du kannst doch. Okay, alles klar. Nee, ich wollte nur Bescheid geben, weil irgendjemand gefragt hatte vor dem DOJ, wo ich da war. Okay, ja, alles klar. Deswegen dachte ich, sage ich dir Bescheid als Chef quasi. Alles klar, danke. Gut, ciao. Ciao. Da rennt der Mann eigentlich immer telefonierend weg. Panzerfaust von A nach B. Da scheppert's, ja, wenn der wieder da ist, scheppert's richtig. Jetzt hin. Und draußen zu telefonieren. Ich muss sagen, so ja, das kann ja der Transporteur in die Tasche gelegt haben. Genau. Okay. Ne? Von daher, das ist schon sehr, sehr unbehaftet dann für ihren Mandanten. Ne? Also das wär nicht zu empfehlen, weil er kommt halt in die Haftung rein. Ne? Ja, klar. Bist du denn dann noch? Hätten Sie einen Moment für mich? Für Sie? Immer. Ja. Ach, wunderbar. Miss Sane? Ja, Mr. Nakamura. Hätten Sie danach vielleicht einen Moment für mich? Ich kann jetzt nichts versprechen, aber wahrscheinlich schon. Okay, dann warte ich noch. Perfekt. Danke. Also, erste Sache. Ja. Ich wurde gerade von jemandem da angesprochen, weil Taser ja illegal sind, haben Sie gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Chief Justice da schon mal drüber gesprochen habe, der Meinung ist, dass Taser keine Schusswaffe sind und dementsprechend nicht unter dieses Gesetz fallen. Ich habe das zu Chat gesagt. Ja, dann wissen Sie ja genauso. Dann wissen Sie ja genau, wer mich angerufen hat. Der soll die Finger davon lassen. Der ruft mich jetzt nämlich wegen allen Leuten an, die einen Taser besitzen. Oh Gott. Ja, toll, haben Sie gut gemacht, Mr. Delanois. Also Sie sind nicht verboten. Ja. So. Zweite Sache, COCP, gegen einen meiner Staatsanwälte. Oh Gott. Ja. Ich habe quasi die meiste Ermittlungsarbeit schon gemacht. Ich glaube, es geht relativ fix. Aber am Ende entscheiden sie das. Mr. Pierce. Ja, was haben wir denn da? Folgende Geschichte. Ein Officer kam heute auf mich zu. Mhm. Mr. Moore, also hier unser Ex-Sicherheitsbeamter,
kam heute auf mich zu, hat eine Beschwerde eingereicht gegen Mr. Pierce. Folgendes hat sich zugetragen. Gestern hat Mr. Moore mit seinem Streifenpartner, ich glaube, es war ein Mr. Scott, das war ein Rekrut, einen Alarm an einem Shop angefahren. Hat dann in den Trin gesehen, die haben durch das Fenster sehen können, weil das große Fenster hatte der Laden, sehen können, wie die beiden, die drin waren, tatsächlich den Verkäufer bedroht haben mit etwas, wahrscheinlich Messer. Was genau sie in der Hand hatten, wussten sie nicht, aber der Verkäufer hatte die Hände oben, sah bedroht aus und die anderen standen direkt davor und hielten irgendwas in der Hand. Okay. So, das haben die gesehen. Im Endeffekt war es dann so, dass sie dann rausgegangen sind, als die Polizei gesehen haben. Fluchtwagen stand vor der Tür, Fluchtwagenfahrer saß noch im Auto, dann sind sie losgefahren, Verfolgungsjagd wurden gestellt in die Zellen. So viel erstmal ganz normale Polizeiarbeit. Dann wurde Mr. Pierce in die Zellen bestellt, hat sich das Ganze wohl von dem Rekruten hauptsächlich erzählen lassen. Der Rekrut natürlich neu, aufgeregt, hat ein bisschen gestammelt, hat gesagt, erinnert sich an viele Sachen nicht. War halt nicht so aufmerksam oder hat sich wirklich in dem Moment nicht erinnert. Mr. Pierce hat es dann genommen als, ja, wir können ihnen eh nichts nachweisen, hat das Ganze gesagt, ja, lass ich fallen, können wieder raus. So. Wie gesagt, hat sich Mr. Moore dann heute bei mir beschwert darüber, dass natürlich er auch nicht weiß, warum er seine Arbeit überhaupt macht, wenn er eindeutig die Täter überführen konnte, die gesehen hat, und der Staatsanwalt dann einfach die Sache fallen lässt. Das ist die Beschwerde. Er kann ja nur dazu sagen, ein Staatsanwalt hat erstmal, kann ja erstmal mit dem arbeiten, was er kriegt. Korrekt, aber ich habe dann dementsprechend, mir... Dementsprechend, aber, ne, das aber kommt ja gleich, ne, dementsprechend ist erstmal okay, wenn er die Aussage von dem Mr. Scott dann hört und das ist ein bisschen Gestammel und dann kann sich an vieles nicht erinnern, zu sagen, das muss ich fallen lassen. Aber, wenn er dann hört von einem anderen Officer, der auch mit dabei war oder wenn er sich einen anderen Officer geschnappt hat, ne, Wahrheitsforschung, ne, alle Beteiligten müssen gehört werden, bla bla bla, da gehört ja auch der andere Officer mit dazu. Dann muss auf der Grundlage dementsprechend dann eine andere Entscheidung fällen. Genau, ich habe mir beide schon angehört, also sowohl Mr. Moore, der halt meinte, er stand halt neben seinem Rekruten, hat den natürlich hauptsächlich erzählen lassen, aber er hat wohl auch den Satz gesagt, ich habe durch das Fenster gesehen, wie der Verkäufer bedroht wurde. Den hat er wohl tatsächlich gestern zu Mr. Pierce gesagt. Ich habe auch mir Mr. Pierce schon angehört und ihm auch gesagt, dass ich ein COCP gegen ihn eröffnen muss, wegen der Beschwerde, bla bla bla, kein, ne, wie gesagt, kein Todesurteil, dies, das. Habe seine Sicht gehört. Er meinte halt, er kann sich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass er diesen Satz so in dem Sinne gehört hat, sondern was, das Einzige, was er gehört hat, war halt, ich kann mich nicht richtig erinnern. Ob die jetzt bedroht wurden, weiß ich nicht. Und deswegen hat er gesagt, ja, okay, komm. Ja? Das ist das, was ich bisher rausgefunden habe. Und problematisch ist da, haben sie gerade selber auch schon gesagt, COCP, Paragraph 2, Absatz 2, die Wahrheitsforschung. Genau. Ja, ja, aber wie gesagt, also für mich ist das aber jetzt kein COCP-relevanter Fall jetzt erstmal. Ne? Sie haben damit ihre Schuldigkeit erstmal getan. Genau, das Ganze können Sie intern aufklären, Mr. Pierce noch ein bisschen sensibilisieren und alles gut. Dankeschön. Die Akte kann ja wieder geöffnet werden, ist ja nur eingestellt. Tatsächlich wurde die dann, das kommt auch noch dazu, die wurde dann extra, die wurde dann gar nicht erst erstellt, weil eh schon erledigt und so, weil Mr. Moore dann auch ein bisschen sauer war. Habe ich ihm natürlich gesagt, das müssen sie trotzdem. Ja, genau. Ich habe Mr. Moore auch gesagt, hat er jetzt auch gemacht. Genau. Und dann wird da ganz normal die Person schuldig gesprochen, fertig. Genau. Ja. So, also kein Problem. Gut, ich wollte es nur melden. Ja, perfekt. Das war's schon. Super, das war's. Ja, super. Dann. Genau. Taser und Pierce, richtig.